Guten Tag, liebe Kinder. Ihr habt euch bestimmt alle schon mal gefragt, wie eine CD hergestellt wird. Das ist kein Problem. Das zeige ich euch nämlich jetzt und heute und hier, nämlich in meiner eigenen kleinen CD-Fabrik. Hierzu brauchen wir das Cover. Da haben wir ein schönes Bild gemacht von der CD. Das wird jetzt nur noch ein bisschen zurechtgeschnitten. Ja, das geht durch und durch. Ich weiß, das ist nichts für schwache Nerven. Aber so ist das Leben manchmal. Schwachsinnig und nervig. Und ich habe das hier schon mal vorbereitet. Jetzt wird das einfach zusammengeklebt. Das hätte ich vielleicht besser vorbereiten sollen. Ihr seht schon, ich werde nervös. Ja, ich weiß, das drückt alles auf die Zeit, aber wurscht, egal. Wir müssen da jetzt durch. Ich habe das hier geklebt. Ja, also geschnitten. Und jetzt müssen wir gucken. Links, rechts, wo steht es über? Ja, hier steht es über. Okay, so geht das natürlich nicht. Liebe Kinder, so geht das. Bei mir. Die eine Seite, nehme ich die andere, dann nehme ich die hier. Okay, wird jetzt hier geklebt. Ja, auf der einen Seite kleben. Wieder zu. Das sieht doch schon sehr professionell aus. Jetzt wird es hier noch ein bisschen geglättet, damit da der Tesastreifen sich nicht in der Absperrung verheddert. Andere Seite wird geklebt. Ja, damit das Tütchen zu ist. Damit hier nichts entweichen kann. Fertig. Und jetzt oben noch ein bisschen abschneiden. Okay. Und nun kommt dann die CD rein. Ja, Schilz und seine Angestellten live im Stadtpark in Bentheim. In die Tüte rein, fertig und wieder 17 Euro verdient.